Verantwortlicher. Begrüßen Sie mit mir Holger Siegmund Schulze. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Karlsruhe und Fußball, das ist ein weites Feld. Wer das weiß, begonnen hat es auf dem Engländerplatz vor unzähligen Jahrhunderten, als die englischen Mitbürger und Mitbürgerinnen dort den ersten Fußballclub gegründet haben. Dann hat Walter Bensemann den Kicker gegründet, der ja lange Zeit führendes Organ im Sport- oder im Fußballberichterstattungsbereich war. Und dann kam das Jahr 1909. Und dieses Jahr 1909 hat einen Verein, hat einen Verein in das Bewusstsein der süddeutschen, deutschen, europäischen Weltöffentlichkeit gebracht, nämlich Phönix Karlsruhe. Und Phönix Karlsruhe ist der Vorläufer und gleich ein Jahr später kam Karlsruhe nochmal auf die Tagesordnung und der KFV wurde deutscher Meister. 1955 und 56 ist der Karlsruher Sportclub als KSC dann schon deutscher Pokalsieger und im gleichen Jahr 1956 auch noch Vizemeister. Ach, waren das Zeiten, Herr Siegmund Schulze. Wann sind wir das wieder? Sehr prophetische Frage. In der Tat, es waren tolle Zeiten wahrscheinlich für den Club. Es war ja vor meiner Zeit, ich bin ja 67 geboren. Und natürlich war das auch eine andere Fußballlandschaft, in der damals gespielt wurde. Die war nicht so professionell oder teilweise noch gar nicht professionell, eben vor Gründung der Bundesliga. Aber wir tun in Karlsruhe gemeinsam sehr viel dafür, dass wir vielleicht wieder in diese erfolgreiche Situation kommen. Wir sind doch gerade dabei, nicht? Eben kam schon der Einwurf, KSC und dieses Jahr Viertelfinale im Pokal. Wie weit geht's noch? Es ist in der Tat was Besonderes. Also wir sind seit 25 Jahren das erste Mal wieder im Viertelfinale. Ja. Und der Pokal, wie man es halt immer so sagt, der hat halt seine eigenen Regeln, weil es nur ein Spiel ist. Und da kann eben relativ viel passieren als in der ganzen Serie von Spielen. Und wir glauben, dass wir am 2. März in Hamburg durchaus noch eine Runde weiterkommen können. Passen Sie bitte auf die letzte Minute auf. Habe ich schon gehört. Ich war damals mit dabei und wir hatten es ja gerade eben schon in unserem warm werden, dass das halt diesen Sport auch ausmacht, auch wenn es einen trifft als Verlierer, aber das ist ja das Tolle an dem Spiel. Das ist eine ganz schlimme Sekunde gewesen. Der eine oder die andere hier im Raum wird sich daran erinnern. Sie wissen es ja auch alle, aber ich sage es trotzdem nochmal. Wir wären fast in der Bundesliga gewesen. Eine halbe Minute oder eine Minute hat gefehlt. Da kommt so ein dusseliger Schiedsrichter und erkennt einen völlig unberechtigten Freistoß an und das war das Anfang vom Ende. Jetzt frage ich Sie mal als Verantwortlicher, wir sind, die Fans sind traurig darüber, aber das hat ja viel mehr für so einen Verein zu bedeuten. Das war der verhinderte Aufstieg, das waren Wahnsinnsmillionen, die dann zumindest an Fernseheinnahmen verloren gegangen sind. Und das hat ja im Gefüge des Clubs ja auch etwas gemacht, denn ein Spieler, der eine Perspektive hat in der ersten Liga, wird sich ja eher an einen Verein binden, als in der Situation, der es damals nur wieder abwärts ging oder parallel ging. Genau. Ja, so ist das. Und es ist generell das Phänomen dieses Sports, dass man natürlich das, was unternehmerisch dann daran hängt, gar nicht so schnell ändern kann, wie der Sport es vorgibt. Also wenn Sie halt denken, ob ich mehr Bundesliga oder spielen wir eine Klasse weiter unten, Sie können nicht innerhalb von einer Woche Leute ausstellen, Sie können die ganzen Dispositionen, die Sie eben unternehmerisch machen, ja nicht so schnell ändern. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Das muss man auch, wenn man dann in die dritte Liga absteigt oder was auch immer. Das heißt, da ist die Realität, die sportliche, schon ziemlich brutal und kann teilweise dann gar nicht so schnell nachvollzogen werden. Wo ist der größte Cut? Soweit ich weiß, zwischen zweiter und dritter Liga, oder? Ja, der ist eigentlich immer sehr groß. Der Cut von der zweiten Bundesliga in die dritte Liga ist deshalb so heftig, weil sie dann in einem Bereich sind, wo sie fast keine Fernseheinnahmen mehr bekommen. Wie viel ist das? Das ist eine Million. Die Telekom, ja, wir sind im Augenblick bei rund 10 Millionen. Das heißt, das ist ein wahnsinniger Faktor. Und sie können ja nicht auf einmal irgendwie 20 Leute ausstellen oder nur noch zu fünft spielen. Das funktioniert halt nicht. Insofern ist der Sprung aus dem professionellen Betrieb von der zweiten zur dritten der größte, aber auch von der Bundesliga runter ist es jeweils etwas, was man unternehmerisch erstmal bewältigen muss. Wir wenden uns dem nachher nochmal zu, aber jetzt wollen wir erstmal den Menschen Holger Siegmund Schulze etwas mehr beleuchten und da fangen wir an mit seiner Musik und zwar mit dem ersten Lied, das Sie mir genannt haben. Ich rufe selbst ab, ich rufe Spotify. Wie alt waren Sie da?
9. 9. Aber ich habe es wahrscheinlich nicht mit 9 selber gehört. Wir können ja sprechen während der Musik, oder? Ja, ja, klar. Sondern es war also aus meiner Erinnerung so die Zeit, wo dann man in dem Alter so ABBA gehört hat. Mhm. Und ich habe diesen Song das erste Mal gehört in einem Urlaub und fand die Leute, die den gehört haben, so cool. Also es war ein junges Paar aus Hamburg, wir waren in Dänemark mit meiner Familie und ich fand das unfassbar cool, was die gehört haben, weil die Leute so toll waren. Also als Junge mit 10 oder 11. Und das ist ja häufig so, wenn man sich nicht professionell mit Musik befasst, dass man eher so einen emotionalen Zugang hat. Einen, ja, genau, ein Entwicklungserlebnis. Genau, genau. Und das war halt bei mir der Fall bei diesem Song. Und die ABBA, die waren zu schmusig, oder? Ja, was auch immer. Also es war für mich einfach nicht attraktiv. Ja, wer ist das? Wer weiß es? Bravo, Freibier. Ja, More Than a Feeling von Boston. Ja, ja, gut. Da kommen wir nachher drauf. Jetzt Sie 9 Jahre aufgewachsen, ich darf mal so sagen, in einer wohlbehüteten Umgebung, in Karlsruhe. Dullach sogar. Geigersberg. Geht ja gar nicht anders. Ne? Ja, natürlich geht es nicht anders. Dass man da behütet ist, meine ich. Ja, kann. Ja, ein gewisser Heimatstolz gehört ja dazu. Das muss er jetzt auch sagen. Oder das ist schön, dass er das gesagt hat, weil er ja zwischendurch auch mal einen längere Zeit Ausflug gemacht hat in die große Stadt. Genau, ich habe lange nicht in Karlsruhe gelebt. Naja. Und Durlach, das verbindet uns dann, nur ein paar Jahre lagen dazwischen, dass ich das Markgrafen-Gymnasium besucht habe, und Sie dann auch. Aber im Vorgespräch ist mir die eigene Vergangenheit wieder so heftig aktuell geworden, dass ich mich sehr gewundert habe, dass sich in den 20 Jahren nichts geändert hat. Mhm. Sie waren auch so ein bisschen politagitatorisch aktiv. Na, ich selber nicht, aber ich habe das dann wahrgenommen. Eben. Ach, das ist schon mal immerhin was. Man guckt genau. Also das war einfach halt, klar, wer Durlach kennt oder das Markgrafen-Gymnasium, das ist halt alles ganz brav und bieder und solide. Und ich habe in der Zeit erst einmal so diese ja ein bisschen linksorientierte Schulbewegung. Da gab es eine Schülerzeitung, die hieß Pipapo. Und die hat es dann auch in die Medien geschafft, dass irgendwo im SWR, wenn man teilweise sich daran erinnert, halt mit wilden Parolen, das war dann auch diese RAF-Zeit, also im großpolitischen Raum. Und da hatten ja viele wahnsinnige Angst davor. Das heißt, sobald irgendwas an der Schule mal passiert ist, was linksorientiert war, so habe ich das dann wahrgenommen, war das gleich der große Terrorismus. Und das hat mich richtiggehend erschreckt als Schüler, dass ich da Mitschüler hatten, die irgendwelche schlimmen Dinge anstellen sollten. Und da bin ich das erste Mal so in diesem kleinen Durlach, ist mir bewusst geworden, dass es halt sowas wie Politik gibt und dass es noch eine Welt da draußen gibt mit ganz, ganz vielen anderen Gedanken. Und die politische Einstellung des Markgrafen-Gymnasiums war auch nicht die große Welt, sondern war eher die kleine Welt. Genau. Das, als ich damals in die Schule kam, aus dem Harz, habe ich gedacht, was ist denn das Baden-Württemberg? Da oben war ich ein freier Liberaler, war ich sogar Klassensprecher und bin ich hier runtergekommen und flugs wurde ich eingekerkert. Innerhalb von 2 Wochen 6 Stunden Arrest. Ja? Ja, aber ja, genau. Ja, aber man stelle sich mal diese Delikte vor. Ich habe im Schulhof hinter einem Mitschüler einen Schwamm hergeworfen. 2 Stunden Arrest. Ich habe mein Fahrrad an den Baum gestellt und nicht in den Ständer. 2 Stunden Arrest. Ich habe mich auf die Fensterbank gesetzt. 2 Stunden Arrest. Und dann hat die damalige Vizerektorin, die Lina, gesagt, ihren berühmten Spruch, da muss der Vater her. Und dann haben sie mich von der Schule nehmen wollen, empfohlen, von der Schule zu nehmen. Ist dann Gott sei Dank nicht so gekommen, weil ich dann ein paar gute Freunde, aber das war sowas Merkwürdiges. Und wir haben gelitten unter den Lehrern damals, die wir alle als strafversetzte ehemalige Wehrmachtsangehörige wahrgenommen haben. Also das mag ein bisschen übertrieben jetzt gewesen sein, das gilt auch nicht, dann, wenn jetzt Markgrafen-Schüler aktuell. Nee, aber es war eine sehr konservative Situation und auch wir haben schon rebelliert damals. Sagt Ihnen Roter Turm was? Ja, natürlich, klar. Ja? Ja, klar. Das waren wir. Ja,
Ja. Kompliment, ja. Hat Ihnen ja auch anscheinend nicht geschadet letztendlich. Parallelklasse, Ja. nee, da habe ich natürlich gehandelt, wie Sie, ich habe zugeguckt. Also das waren die Parallelschüler, die den Roten Turm besetzt hatten und wir fanden das zwar ganz gut, aber über das reine Beifallklatschen bin ich nicht Ja. rausgekommen. Mein Interessant ist ja dabei, Sie hatten mir gesagt, dass Sie 68 Abitur gemacht haben, also deutlich vor mir. Ich war 86. Und diese Zeit, gerade Klingt aber ganz 60er, ähnlich. ja, diese Zeit 60er, 70er, wenn man das jetzt mit der heutigen Generation von jungen Leuten vergleicht, war natürlich was ganz was anderes. Also nicht, was da kulturell geschehen ist, eben auch noch gerade mit Musik passiert ist oder wie man Musik erlebt hat und für was man sie dann auch verwendet hat als junger Mensch. Das ist ja heute nicht mehr so. Also wenn man jetzt auch selber Kinder hat, was ich auch habe, dann merkt man einfach, also das war für mich das Deutlichste, auch in Vorbereitung auf den Abend, wie sehr sich das doch über eine Generation dann verändert, so die Wahrnehmung, ne, von Schule und Erlebnissen und auch von Musik. Musik, Stichwort, denn Sie haben ja damals auch schon zur Musik gefunden, die aber nicht von der Familie in die Wiege gelegt worden ist. Nee, gar nicht. Also bei uns war das so, ich nenne es mal so, die Elterngeneration von mir und also meine Eltern und meiner Freunde waren eher so vom kultivierten Desinteresse geprägt, würde ich mal sagen. Also das heißt, die haben jetzt im Vergleich zu den heutigen so Helikoptereltern, ne, zu denen ich nicht gehöre, halt natürlich sich um ihre Kinder gekümmert, ganz klar. Aber ob du jetzt ja, ein Instrument gespielt hast oder wie du deine Freizeit verbracht hast, das war jetzt nicht so im Vordergrund, nicht so durchplant, sondern es war halt Schule, Hausaufgaben erledigen und dann raus. Und dann hat man sich seinen eigenen Weg gesucht. Und so war das bei mir halt auch. Also ich wollte unbedingt Gitarre spielen und meine Eltern waren jetzt aber jetzt nicht so begeistert davon. Die haben gesagt, kannst du machen, du kriegst das Geld, musst halt mit der Straßenbahn nach Karlsruhe fahren. Das haben sie gemacht. Klar, genau. Und gelernt bei. Ja, ich habe bei einem Gitarrenlehrer, der damals Musikstudent war, der Klaus Braun, den habe ich jetzt gerade wieder getroffen, als ich ins Präsidium gewählt wurde, als Präsident gewählt wurde. Der hat sich dann bei mir gemeldet, war eine tolle Erfahrung. Und das war so ein Lehrer, wie ich ihn mir gewünscht habe. Also ich war so 14, 15 und habe das natürlich, gab ja kein Internet und dann über die Zeitung, eine Annonce, bin dahin und habe jemanden getroffen, Jeans, Karohemd, lange Haare, dachte ich, super. Das ist mein Mann, da lerne ich das, was ich lernen möchte, eben Rockgitarre spielen, verzerrte E-Gitarre. Und dann hat er angefangen, mir irgendwelche mixolydischen Tonleitern beizubringen. Das war ziemlich enttäuschend, aber ich bin bei ihm geblieben. Und ein toller Typ und habe Und das Sie dann haben auch auch. damals dann in Bands gespielt. Genau. Also ich hatte immer so Schüler oder Rockbands halt, wie das halt so war. Man wollte, hat so. Kennt ihn noch jemand aus dieser Zeit? Nee, als Gitarrespielender, langer Karohemd und so? Nee? Nee, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Und aber das war ja auch eher für einen selber, um möglichst Ja. laut sein zu können und vielleicht auch das machen zu können, was man sonst eher nicht machen durfte. Dann gehen wir jetzt mal in die Musik rein, in die zweite, die Sie mir mitgebracht haben. Das ist dann Momento. Das ist ein Song von The Who, I can't explain. Ja. Halt, Sie haben ja gesagt, das machen wir jetzt nochmal neu. Sie haben nämlich gesagt, Sie wollen die Originalaufnahme aus. Oh, das passt schon. Das passt Ja? schon. Ja, das passt schon. Naja. Aber es klingt irgendwie besser, wenn man dann noch im Hintergrund das Publikum hört. Aus der Zeit klingen Musikstücke immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn man das so heute wahrnimmt, Ja. ja, von der Aufnahme. Und für mich ist der besonders in Erinnerung geblieben, weil es gab, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, ein Format, das hieß Rockpalast. Ja, und Rockpalast, das waren so hauptsächlich Live-Übertragungen im Fernsehen. Und das war sehr besonders, weil das erste Mal war, dass das europaweit gemacht wurde. Also, dass eine Fernsehinstitution alle halbe Jahre in der Grugehalle war, das in Essen, ein Konzert übertragen hat, so ab 22:30 Uhr. Und The Who haben am Tag vor meiner Konfirmation gespielt. Und logischerweise durfte ich das nicht gucken. Und habe das dann heimlich gemacht unter der Bettdecke und habe so einen Mono-Mitschnitt gemacht. Und am nächsten Tag dann bei der Konfirmation in der Kirche war ich halb in diesem Konzert und halb in der Kirche. Und deshalb hat mich das enorm geprägt, diese Band, weil die halt sehr wild war. Ne? Und gerade wie sie halt aufgetreten sind. Und das fand ich fantastisch damals. In der Grugahalle war das, ne? Genau, die haben in der Grugahalle gespielt und Ja. das ging bis nachts um 4 Uhr. Und ich war völlig verorgelt dann bei meiner Konfirmation, aber ich glaube, es war umso besser. Ja, das war auch. Momento. Das war auch. Die Grugahalle war ja damals ein ganz berühmter Ja. Aufführungsort für Bands. Auch die Beatles haben da gespielt. Einen ihrer zwei oder drei Aufführungen in Deutschland. Und mein Cousin ist hingegangen und er wollte mir eine Karte besorgen. Meine Eltern haben mich nicht hingelassen. Das waren nämlich 200 Kilometer. Das ist eine der Dinge, die ich Ihnen lange nachgetragen habe.
Aber vor 3 Jahren habe ich dann Paul McCartney gehört. Ah, in Mexico City auf dem Zocalo, 300.000 Leute, 300.000 Leute da. Und jeder hat mitgesungen. Also Musik kann einem wirklich emotional packen. Ja, vor allem Live-Musik. Also bei mir war Ja. das nämlich ähnlich mit Ja. mit den Konzerten. Ich war völlig verrückt darauf, in Rockkonzerte zu gehen, weil dieses gemeinschaftliche Massenerlebnis, dann war das natürlich wahnsinnig laut und alle sind komplett ausgeflippt. Und meine Eltern haben es mir auch verboten, lange Zeit. Also ich musste da wirklich drum kämpfen, mal in ein Konzert gehen zu dürfen, weil die halt gedacht haben, da werden nur Drogen genommen und da passieren schlimme Dinge, was ja gar nicht der Fall war. Insofern fand ich das auch sehr inspirierend, dann eben Verrückt. diese Ja. Übertragung. Ja. Ja, Sie sind dann in Karlsruhe geblieben nach der Schule, ja, aber haben auch gleichzeitig, also während dem Studium, kommt man gleich drauf, auch gleichzeitig Fußball gespielt. Also Genau. Fußball haben Sie nicht erst angefangen von oben, top-down, sondern bottom-up. Genau, also ich habe einfach mit 6 angefangen, wie das halt damals so war, wenn man halt frühestens zum Fußball gehen durfte. Das war bei mir der DJK Dullach, weil es halt bei uns in der Nähe war und dann der ASV Dullach. Und fand ich schon immer toll den Sport, aber auch da war es so, dass so die Eltern auch meiner Mitfußballjungs, entweder hat der Vater selber gekickt, dann hat er trainiert und uns zu den Auswärtsspielen gefahren, oder wie meine Eltern, die haben kein einziges Spiel von mir gesehen. Diese doppelte Enttäuschung, die Sie jetzt auch schon merken, nicht? Vorher bei der Musik nicht interessiert, im Fußball auch nicht interessiert, gegenüber den Eltern, das ist psychologisch tief bei Ihnen. Wahrscheinlich, Das steckt. also ich bin meinen Eltern nicht gram, weil sie leben Aber nicht mehr, aber man muss ja sagen, Sie haben es ja vorhin angesprochen, die damalige Zeit hatte anderen Eltern. ja. Ich wollte nicht, dass sich meine Eltern um mich kümmern, um Gottes Willen. Ich war froh, Ranzen in die Ecke geschmissen und dann los und irgendwas mit den Freunden gemacht. Ja? Ich wollte gerade sagen, das ist genau der Aspekt auch bei mir. Es war ja letztendlich toll, dass du machen konntest, was du wolltest. Du musst nicht mehr erzählen, ja, und wie war das Spiel und wie war das Training, sondern es hat ja auch einen hohen Freiheitsgrad gehabt und hat ja auch zu einer guten Selbstverantwortung geführt. Man muss sich einfach kümmern. Ja, Ja, klar. ist richtig. Und Fußball hat sie aber nicht beendet, ihre Karriere beim ASV Dollach, sondern dann ging es bis in die Regionalliga. Ja, das hört sich immer ganz gut an, aber das Das hört war sich damals wirklich ja, gut an. ja, aber es war ja damals reiner Amateurfußball. Und bei mir auch in der Zeit, wo ich war in Mannheim bei der Bundeswehr. Und wenn man bei der Bundeswehr war und man wollte nicht nur Autos putzen und Ölwechsel machen, dann konnte man so, wenn man sportlich ambitioniert war, in so eine Sportkompanie. Und ich war dann beim VfL Bürstadt eine Saison und habe dann da gekickt, weil ich dann einfach weniger bei der Bundeswehr sein musste. Aber es war halt wirklich Amateurlevel, ne? Und das war nicht zu vergleichen mit der heutigen Regionalliga. Linksaußen? Nee, ich habe Mittelfeld gespielt. Da muss man ja laufen. Also deswegen gute Figur. Nö, eigentlich nicht. Also vielleicht, genau. Also ich konnte auf jeden Fall gut laufen. Ja, Linksaußen und Fußball und Torwart hätte ich dann ganz ab sofort ganz anders mit Ihnen geredet. Ja. Etwas deutlicher, ne, sozusagen. Ja, nee, war natürlich auch wieder ein Vorteil. Nehme ich auch wieder zurück. Heute darf man eigentlich gar nichts mehr sagen, ne? Das ist ja irgendwie immer, alles ist diskriminierend. Ich entschuldige mich also schon mal vorhinaus, was ich jetzt in 5 Minuten sagen werde. Das war gut, es war ja nicht Ihre Profession, das war ja wirklich Hobby und Freundschaft. Ja, vor allem Ausgleich. Ausgleich. Ja, also damals war das ja auch so, dass Fußball noch nicht diesen Status hatte wie heute. Also er war natürlich sehr publik, klar, sehr populär, aber ich glaube, unser Torwart war der einzige Gymnasiast neben mir und ich fand es immer super mit Leuten von einer komplett anderen Seite. Also das hat ja nichts mit, dass Bildung so ein Maßstab ist, ne? Aber es ist ein Unterschied, ob sie auf ein Gymnasium gehen, wo sie Latein haben oder ob sie mit Leuten zu tun haben, die halt schon eine Ausbildung machen. Und das fand ich einfach immer sehr bereichernd. Das geht mir auch heute noch so, dass ich das enorm bereichernd finde, wenn man mit Menschen zu tun hat oder zu tun bekommt, die man sich nicht unbedingt ausgewählt hat, weil halt der Trainer die Zusammenstellung wählt und sich mit denen auseinandersetzen muss. Das ist meistens ein Riesenvorteil. Also Unterschiede bereichern, finde ich, und das war für mich immer ein Aspekt, auch zu spielen. Diese Fußballkarriere, die dann beendet worden ist, beenden wir hier auch mit Jimi Hendrix. Dann haben wir gleich was anderes. Aber Sie sind ja nun, haben es schon vorhin angedeutet, Zivildienst einfach deswegen Bundeswehr, bei Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr. Bundeswehr. Ja, ich war bei der Ach Bundeswehr. so. Genau. Ach so, weil Das war die Zeit. Zivildienst ging länger. Genau, das war die Zeit. Das war ja Ah, sehr unfair noch. klar. Da musste man ja begründen, warum man nicht zur Bundeswehr gehen wollte. Und dann hat das irgendwie auf 24 Monate gedauert. Beim Bund war man irgendwie 18. Und wenn man studieren wollte, konnte man noch schneller weg. Und für mich war es zumindest in dem Alter damals sowieso ein Unding, dass man was tun musste. Heute sehe ich das anders. Aber dann habe ich einfach gedacht, dann mach es halt so kurz wie möglich und bin zur Bundeswehr gegangen. Und dann Studium. Genau, und dann habe ich in Aus Karlsruhe Architektur Überzeugung, studiert. Leidenschaft.
Nee, gar nicht. Also ich wusste noch bei der Bundeswehr nicht, was ich studieren will. Also ich habe Architektur studiert, bin Architekt, habe auch ein paar Jahre als Architekt gearbeitet, aber ich war nie jemand, der ein besonderes Talent in irgendwas hatte und dann gesagt hat, das wirst du dann auch mal studieren oder Beruf werden, sondern ich habe wahrscheinlich eher bin multitalentiert und habe dann als junger Mensch das relativ spät entschieden, auch eher so ein bisschen ja, spontan. Und es hat mir auch gefallen und ich hatte es auch gut gekonnt, aber ich hätte genauso gut Jura studieren können. Genau, Ja. find ich nämlich auch. Und das ist übrigens der Grund, warum ich Jura studiert habe. Ich wusste auch nicht was. Ich habe in der Abiturzeitschrift noch geschrieben, Englisch und Französisch, Lehrer. Habe ich aber nie gewollt. Und dann habe ich halt gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Was gibt am weitesten Möglichkeiten? Und das war dann am Ende Jura. Das Genau. hat sich auch als richtig erwiesen. Sehen Sie? Man muss nämlich nicht dabei bleiben. Das ist das Schöne, wie bei Ihnen auch. Ja, wobei das damals noch gar nicht so war. Also damals war das schon so in meiner Wahrnehmung, dass wenn man was studiert hat, dass man da auch einen Beruf ergreift und dann auch eine Karriere macht. Heute ist das ja wesentlich variabler. Wie haben Sie so schön bei mir gesagt, im Vorgespräch, ich bin vielseitig begabt, aber für nichts richtig. Ja, wahrscheinlich ist es einfach so. Wenn man einfach viele Talente hat, dann nimmt man das selber so wahr, dass man halt nicht irgendwas besonders gut Aber kann. auf irgendeine Schiene muss man sich ja setzen. Genau. Und dann zeigt Na? einem das Leben auch und man entwickelt sich dann im Leben ja auch so weiter, wo man Und irgendwie dann war sie hingehört. Architekt und sind dann nach Berlin Genau, gegangen. also ich habe in Karlsruhe Na? fertig studiert und bin dann nach Berlin gegangen. Ich kannte die Stadt von meinem Vater, der in Berlin studiert und gelebt hat. Und 61, also zum Zeitpunkt des Mauerbaus, nach Karlsruhe gegangen ist. Und er hat mir die Stadt gezeigt und die hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Ich habe die noch in der Wende, also vor der Wende kennengelernt. Und das fand ich besonders faszinierend, halt einfach weil es eine große Stadt war. Ich bin eigentlich Stadtkind, würde ich sagen. Also ich mag es sehr, in großen Städten zu leben. Die Stadtluft, das haben Sie mir auch schon mal. Die macht frei, genau. Sagen wir gleich mal, ist Karlsruhe jetzt eine Stadt? Eine Stadt ist es auf jeden Fall, ob das eine Großstadt ist und ob sie die Aspekte hat, die man so unter dem, ja, sie macht frei, würde ich sagen, eher nicht. Es Eher liegt ein nicht, bisschen an, ne? nee, es liegt ein bisschen auch an der badischen Mentalität vielleicht, wobei man das selber nicht so beurteilen kann, wenn man vorherkommt. Für mich ist es Heimat hauptsächlich, eine ganz tolle Heimat, aber in Berlin oder in London oder anderen Städten spüre ich mehr das, was mich an der Stadt fasziniert. Kann man in Karlsruhe anonym leben? Das kann man sicherlich, aber halt weniger vielleicht als in noch größeren Städten, weil Anonymität hängt ja auch mal ein bisschen zusammen, so was so Oder in was der. bedeutet Freiheit in den Städten für Sie? Sehr viele Optionen zu haben. Also nicht nur bezogen jetzt auf seinen persönlichen Lebensstil, sondern wo ich essen gehe, welche Berufe ich habe, welche Menschen ich kennenlerne, ob es eine Oper gibt, ja, Und nein. eine Hemingway Lounge oder so zum Genau, Beispiel. und gute Leute gibt es überall und tolle Leute, die einen begeistern. Aber sag mal, Optionen zu haben, die sich morgen wieder ändern und die man dann im letzten Jahr noch gar nicht gesehen hat, das finde ich, ist das Typische einer Stadt, was mich an der Stadt begeistert. Und wie war Berlin damals? Es war ja noch zu der, na, war schon nach dann in Genau, den also nach dem neuen, Studium, das war ja klar, 94, bin ich nach Berlin gegangen. Es war 94er. schon ein paar Jahre nach der Wende. Es war natürlich sehr aufregend, weil diese Stadt halt sich dann neu erfunden hat. Die war halt nun mal eine Inselstadt mit bestimmten Regeln. Und da sind sehr, sehr viele Menschen nach Berlin gekommen. Auch heute ist das noch so. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Städten so. Ich habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt. Das ist eine sehr, sehr etablierte Stadt, auch wenn es eine Hafenstadt ist. Und oder München, das sind eher so geschlossene Gesellschaften. Und Berlin ist eine ganz offene Gesellschaft. Und das finde ich heute noch toll. Und Sie hatten damals die Möglichkeit, an einem Projekt auch gleich mitzuarbeiten, das bedeutend war, nicht? Ja, genau. Also ich bin ein paar Jahre als Architekt zunächst mal da gewesen, habe da eine Filiale von einem Architekturbüro aus der Nähe von Karlsruhe eröffnet. Aber was Sie ansprechen, ich habe dann beim Potsdamer Platzprojekt mitgearbeitet, weil ich eben Projektentwickler Sie werden waren bei wollte. Daimler, ne? Genau, ich war beim Daimler. Also was ganz anderes dann aus einem Also heute Konzern. Mercedes-Benz ist ja auch wieder schön, nicht? Wir haben doch jahrelang dafür gekämpft, dass der Benz wenigstens irgendwie im Namen was Besonderes ist. Aber nein, der Schwabe hat immer gesagt, der Daimler, ich schaffe beim Daimler. Aber jetzt gibt es den nur noch als Lastwagenfahrer. Tut uns gut. Entschuldigung. Sie haben ja recht, ich war ja zu der Zeit da, wo dann der Merger mit Chrysler noch kam. Also hieß es dann mal kurz Ja, Daimler Chrysler. Daimler Chrysler Dann ist war es da. also Da war es ganz weg, quasi, da waren wir ganz dann sauer. war was ganz was anderes, Ja, genau. für welche. Oh, das müssen wir runterspülen mit einem schönen Lied. Was haben wir jetzt? Moment. Oh ja, da geht's auch ab. Jetzt sehen wir gleich Dennis Hopper. Wollen wir das raten lassen? Hä? Wollen wir das raten Oh lassen, wer ja. diesen Song kennt? Oh ja. Das würde mich interessieren, mein Publikum. Motorhead, bravo. Noch ein Bier.
ist ja unglaublich. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich stark. Machen wir noch einen Moment lauter. Das muss ja richtig dröhnen hier drin. I'm in your life, just might be in your way. Could be behind your back, I might be on your track. And it might be true, I might be on to you. I'll say it after death, I'll take away your breath. Es ist einfach schön, aber wir sind ja hier in einer Wohngegend und wir haben, die Hemingway Lounge ist ja, wie Sie alle wissen, auch zu Hause in der Uhlandstraße in der Weststadtnähe Gutenbergmarkt, aber eben in einem Wohnhaus. Ein bisschen Rücksicht auf unsere Bewohner nehmen wir natürlich, weil die uns ja so lieb haben. Ja. Wollen wir auch, das wollen wir uns erhalten bleiben. So, also Berlin, Potsdamer Platz. Tut es Ihnen weh? Ich habe gestern rein zufällig in der FAZ gelesen von irgendjemandem der Beurteilung, Berlin heute, einer der hässlichsten Ecken seit der Potsdamer Platz. Das würde ich nicht sagen. Also Berlin ist halt generell eine zerrissene Stadt. Also anders, und hat nicht nur mit dem Krieg zu tun als andere Städte, weil sie keine Mitte hat. Mhm. Und der Potsdamer Platz ist halt ein Retortenstadtteil und deshalb könnte man sagen, dass er vielleicht nicht dieses Flair hat, aber ich würde nicht sagen, dass er hässlich ist. Noch ein Wort zum Motel übrigens, also das ja. Ist genau die gleiche Kategorie, weil die halt sehr radikal waren. Und ich habe mit meinem besagten Freund, der mit mir gekickt hat, haben wir unseren Eltern mal gesagt, wir machen mal einen Fahrradausflug. Wir sind damals nach Stuttgart zu einem Open-Air-Festival gefahren, wo Motorhead gespielt haben. Das haben wir unseren Eltern natürlich nicht gesagt. Das hat mich auch extrem fasziniert, wie man so laut sein konnte. Also das fand ich unfassbar gut. Aus der heutigen Wahrnehmung natürlich sehr unvernünftig, weil Lautstärke uns ja schadet. Aber das war halt damals für mich als junger Mensch enorm bereichernd. Im Grunde schadet uns ja alles. Genau, alles, was Spaß macht, schade. Ja. Und das habe ich damals für mich so mitgenommen, dass man da eine ganz gute Balance finden muss. Zwischen den Dingen, die halt einfach verboten oder nicht gut sind, und das halte ich nach wie vor so, und die Dinge, die vernünftig sind. Und da hat die Musik mir immer sehr geholfen, da irgendwie so ein bisschen durchzufinden. Mhm. Auch die laute Musik kann einem ja durchaus wunderbar runterholen. Absolut, genau. Ja. Und kann man im Auto auch hören, unbegrenzt, schadet man seiner Familie nicht. Und das ist dann, wenn man dann neben steht an der Ampel und das Auto... Genau, es dröhnt eher. Und wir haben es ja aus dem Publikum gerade gehört, der Gründer eigentlich von Motorhead, Lemmy Kilmister, der ist ja 70 geworden mit diesem Lebensstil. Mhm. Und großes Vorbild für mich. Mick Jagger hat ja immer noch ihre Figur und hüpft auf der Bühne rum, also man hat noch Zukunft. Genau. Daimler, jetzt sind wir aber schon wieder auf dem Rückweg sozusagen, nicht? Während der Daimler-Zeit haben Sie auch schon hier Projekte betreut. Genau, so ist es. Also ich war bei Daimler also als Architekt zuständig für die Entwicklung von nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilien, hieß es. Das ist einfach also Immobilien oder Grundstücke, die dem Konzern gehörten. Und da habe ich in Wörth, das Nutzfahrzeugwerk, da gab es jede Menge Grundstücke, die ich dann mitentwickelt habe. Und da bin ich dann wieder in die Heimat zurückgekommen. Das war so 2004, 2005. Das war in Wörth schon dieses jetzt dort bestehende Einkaufszentrum? Genau. Ja? Also wir haben dieses Grundstück als Konzern damals verkauft. Das haben wir ja wahnsinnig bekämpft. Also damals in der Stadtverwaltung gesagt, unglaublich, ja, das weiß ich noch. An unsere Grenze hier ein Einkaufszentrum zu stellen. Genau, wegen des Einzelhandels natürlich. Ja, und der Bürgermeister sei da drüben, der fand es super und ich war auf seiner Seite. Und ich habe lange eben nur in Berlin gelebt und dann ab dem Zeitpunkt dann wieder, auch wie heute noch, also meine Familie und ich haben zwei Wohnsitze, also wir haben noch in Berlin einen Wohnsitz und jetzt auch in Karlsruhe und seit der Zeit bin ich wieder mehr in Karlsruhe. Thema Familie, wer war Ihre erste Liebe? Ja, meine heutige Frau. Ah, das ist schön. Kann nicht jeder sagen. Noch romantischer an, als es dann wirklich ist. Also es ist sehr romantisch für uns und es war wirklich für uns beide die erste große Liebe und wir waren halt, wie man damals so gesagt hat, sind halt miteinander gegangen, weil unsere Mütter die besten Freundinnen waren. So von 15 bis 16 ging das. Und dann haben wir uns 22 Jahre nicht mehr gesehen. Und nach 22 Jahren wieder getroffen und wieder einander verliebt und dann geheiratet. Ja, was fürs Herz, ne? Also ich höre, Sie hören es vielleicht nicht da so draußen, aber die Damen haben eben schon ein sehnsüchtiges Oh gesagt. Und die Herren auch. Die romantische Ader der Frauen, ja. Okay, und jetzt leben Sie wieder in Karlsruhe mit der Familie?
Ja, mit der, genau, also Familie ist relativ, weil wir haben jetzt in Summe drei Kinder. Also meine Frau hat einen Sohn, mein Stiefsohn und ich habe zwei leibliche Kinder, die sind aber alle erwachsen. Also von 28 bis 18, alle aus dem Haus. Deswegen können Sie die beiden Wohnsitze ganz gut. Ja, das habe ich schon immer gemacht, auch teilweise aus beruflichen Gründen, weil Immobilienbusiness ist nun mal nur in Karlsruhe oder nur in Berlin und ich fand es schon immer gut, auch mehrere Orte zu haben und unsere Kinder lieben die Stadt auch, also lieben Berlin sehr, insofern haben wir das beibehalten. Eines müssen wir noch von Berlin nachtragen, nämlich der MBA. Das haben Sie während der Berliner Zeit gemacht. Ne? Genau, also ich habe Architektur studiert und dann bei einem Konzern letztendlich viel Betriebswirtschaft machen müssen. Und wenn Sie in einem Konzern sind als Architekt, dann haben Sie das Gefühl, Sie müssen schon ein bisschen was lernen. Und dann habe ich angefangen, ich habe von 30 bis 32 ein MBA zu machen, also neben dem Job, berufsbegleitend. War auch eine tolle Erfahrung, einfach weil es ein anderer Kulturkreis ist, also mit angelsächsischem Denken zu tun zu haben. Eine englische Hochschule. Eine britische Hochschule, genau. Und dann vor allem halt auch wirklich was zu lernen, was man vorher nicht konnte und sich da auch nochmal einen Entwicklungsschub zu geben. Und das hat mir persönlich sehr gut getan. Haben Sie eigentlich da noch jetzt Verbindungen zu englischen Fußballclubs, wo Sie preiswert die Spieler holen können? Also mit meinem MBA hatte das nichts zu tun, aber ich kenne in der Tat in England ein paar Fußballfunktionäre, weil ich finde, dass der Sport trotz dessen, dass es dann noch um mehr Geld geht als hier, eine andere Qualität hat als bei uns. Also ich finde englischer Fußball im Stadion und auch das Business, finde ich persönlich ja, fast ein bisschen besser als bei uns in Deutschland. Also ein Fußballspiel im englischen Stadion ist attraktiver. Ist das merkwürdig, ne? Man wehrt sich doch jetzt in Deutschland dagegen, dass der Fußball kommerzialisiert wird. In England ist er ja durch und durch. Genau. Und was ist denn jetzt für den Beobachter, für den Fan an der Qualität des Fußballs besser? Also ich würde es mal auf die Formel bringen, dass Geld nicht das Problem im Fußball ist. Also ich finde nicht, dass das Problem ist, dass zu viel Geld drin ist, sondern dass andere Dinge fehlen. Zum Beispiel Fairness, Integrität oder eine richtige Begeisterung für den Sport. Und das ist in England der Fall. Also wenn Sie in einem Fußballstadion sind, dann haben Sie nicht von Anfang an Gegröle oder Gesänge, sondern es kann sein, ich war mit meinem Sohn, mit meinem jüngeren Sohn mal bei Manchester United in Old Trafford, da war 20 Minuten erstmal gar nichts los, weil das Spiel echt lau war. Dann kam der erste Diagonalpass über 40 Meter, der wirklich gut war und dann waren 70.000 da. Und das finde ich von der Dynamik des Erlebens des Sports viel attraktiver, als wenn Sie immer so ein Grundrauschen haben. Also nichts gegen unsere Fans, das ist toll, auch die Fankultur, die wir haben. Aber in England Sie dürfen das nicht weiter sagen, aber ich sage das auch. Also wenn ich ins Stadion gehe und habe dann 90 Minuten lang immer den gleichen Ton im Ohr, das ist nicht animierend, sagen wir mal so. Ich verstehe das ja schon, das ist wunderbar für diejenigen, die sich da engagieren. Meine Tochter steht manchmal da drüben bei denen, aber ich finde, ja, aber ich denke, das bewusste Miterleben eines Spiels muss ja auch mal zeigen, vom Zuschauer her, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? So wie Sie sagen, ne? Genau. Ist der Pass klasse oder ich merke, es geht ein Ruck durch die Mannschaft, dann bin ich auch selbst ganz anders dabei. Genau, genau. Und das ist in England der Fall. Also da ist jetzt nicht alles besser, aber der Teil, der ist deutlich besser. Und dann merkt Und man Sie machen auch, weniger faul. Genau, wollte ich gerade sagen. In England wird tendenziell fairer gespielt, weil die Spieler wissen, sie müssen mit dem eigenen, aber auch mit dem Körper des anderen einfach so umgehen, wie sie das selber wollen, da gibt es definitiv weniger gelbe Karten und weniger Foulspiel. Ja, ich war in Nottingham immer in unserer Partnerstadt und da waren wir auch gelegentlich beim Fußballspielen. Fiel mir auf, dass das Spiel geht dann 3-4 Minuten einfach ohne dass jemand fällt. Der Spielfluss ist da. Ne? Ja. Und letztendlich ist es ja auf den Fairplay-Gedanken zurückzuführen. Ja. Also, dass man eben Fairness mehr ausübt und das, finde ich, würde uns in Deutschland auch ganz gut tun. So, dann ist MBA Holger Sigmund Schulze zurückgekommen Richtung Karlsruhe, haben wir schon eben Wörth, also so von der westlichen Seite her gestreift. Und dabei haben wir uns kennengelernt, dann sind wir uns mal zeitweise über den Weg gelaufen. Genau, genau. Wir sind uns ja dann am Marktplatz über den Weg gelaufen. Da war ich dann in Hamburg bei einem Projektentwickler, also einem mittelständischen Unternehmen, wo ich geschäftsführender Gesellschafter war. Und da haben wir das Haus der Volksbank gekauft, damals, was ja jetzt abgerissen wurde. Wir hatten als Stadt, das wissen Sie, damals ausgeschrieben, einen Wettbewerb zum Neubau des Volksbankgebäudes. Mit der Auflage natürlich, die Symmetrie und aber auch die äußerliche Gestaltung, also die Laubengänge, bestehenden Gebäude mitzuerhalten. Und eigentlich, das ist auch ganz ordentlich gelungen. Ich habe die Höhe der Arkaden, das war ein bisschen überraschend dann, aber okay, aber es insgesamt hat sich es eingefügt und wir wollten das eigentlich noch mehr, denn Sie wissen ja, da stehen noch ein paar andere Gebäude daneben, die sind genauso alt wie das Volksbankgebäude, müssten dringend erneuert werden.
aber die haben wir nicht gekriegt. Ja, genau. Ist ja generell schade, dass, also Sie waren ja damals Baubürgermeister, als wir uns dann kennengelernt haben. Das war für mich auch eine tolle Erfahrung, also auch mit Ihnen zu arbeiten. Und aber wenn man dann von außen zurückkommt, also wenn man lange nicht in Karlsruhe gelebt hat und dann kommt man wieder zurück, hat man nochmal ein bisschen anderen Blick, einfach weil man andere Städte kennengelernt hat. Und das ist in der Tat, finde ich, auch heute noch bedauerlich, dass die Kaiserstraße, also unsere Haupteinkaufsstraße, in keinem besonders guten Zustand ist. Natürlich ist auch die U-Strab trägt dazu bei, aber das war schon damals so. Und das ist eigentlich für die Stadt, ja, Verlust, würde ich mal sagen. Das kann man nur so stehen lassen und in der Hoffnung, dass die einmalige Chance, die wir jetzt haben, die ja eigentlich Investoren anziehen muss, nachdem die Kaiserstraße zur echten Fußgängerzone wird, dann auch eine neue Attraktivität gewinnt. Schwierig. Ich glaube, sagen Sie mal jetzt als Projektentwickler, wie würden Sie die Kaiserstraße, welchen Charakter kann man einer solchen Straße geben in der Innenstadt? Welchen sie hat oder welche Chancen sie hätten. Chancen. Ja, also ich würde es trotzdem erstmal vom Status quo ist sie einfach gesichtslos, weil man halt einfach das hat, was man woanders hat, nur schlechter, um es mal deutlich zu sagen. Und die Chancen sehe ich nicht besonders gut, weil wir sehen es an der Corona-Situation, der stationäre Einzelhandel, der ist jetzt nicht nur durch Corona, ist eben in Schwierigkeiten, der war vorher schon aufgrund des Onlinehandels in Schwierigkeiten. Und ich habe es beobachtet, ich kenne so 30 Städte in Deutschland relativ gut beruflich und habe beobachtet, dass die Städte erfolgreich sind in ihren Innenstädten, also was Handel angeht, aber auch Aufenthaltsqualität, die da mehr Impulse gesetzt haben. Und das war halt bei uns durch diese wahnsinnige Baustelle gar nicht möglich. Und ich glaube, da muss jetzt enorm viel kommen von der Stadt und von, also vom Rathaus und von der Politik, um das aufzuholen, dass man nicht nach Mannheim fährt oder ganz woanders. Das ist bei uns halt so. Ja, das hat man damals schon gesagt. Man fährt nach Mannheim oder Genau. nach Baden-Baden oder nach Genau. Straßburg oder hinterher nach Oppenheim ins Outlet. Also ich sehe schon eine Chance, muss ich ehrlich sagen, weil es ist so zentral und wir haben so viel Umland im Gegensatz zu vielen anderen mittleren oder größeren Städten mit 300.000 Einwohnern. Wir haben einen exzellenten Nahverkehr. Die Leute werden tatsächlich rein transportiert in. Aber das Angebot muss stimmen. Und ich Genau. hoffe sehr, dass man die Kaiserstraße attraktiv macht über qualitativ hochstehende Außenerlebnisse. Außenerlebnisse. Das Gegenteil würde passieren, wenn man die Kaiserstraße, wenn man nur die Schienen rausreißt und stattdessen einen Lieferverkehr, der über die Kaiserstraße fahren lässt, die müssen wieder beliefert werden von hinten, wie es über die Lieferhöfe, wie es früher immer war. Dafür sind die ja gebaut worden. Und außen muss oder auf der Kaiserstraße möglichst viel Erlebnis, möglichst viel Erlebnis. Nicht nur, was heute natürlich, man kann es ja nicht verargen, 25 Burger. Ist halt so, ich kann die Welt und ich will auch die Welt nicht ändern. Aber wenn die Menschen deswegen reingehen, sind sie eben deswegen rein. Genau, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Ja. Also Events im neudeutschen Sinne, also die Schlosslichtspiele sind ein tolles Event, aber Ja. auch regelmäßige. Wenn Sie mal gucken nach Freiburg, der Markt um den Münsterplatz in Freiburg, das ist ein Erlebnis, was Sie jedes Wochenende oder noch häufiger haben. Und hier um die Ecke haben wir den Gutenbergplatz, das ist ja unser bester Markt, aber das ist eigentlich nicht okay, dass unser bester Markt nicht in der Innenstadt Weit ist. außer Ja, ist. Sie Ja. müssen gucken, dass Sie die Leute einfach reinkriegen, dass Sie da ein Erlebnis draus machen. Vielen Dank für diesen Einwurf kommunalpolitisch. Bevor wir jetzt dann uns endgültig dem KSC zuwenden, kommt das nächste Lied. Sie kommentieren wieder. Oder wir, nee, wir lassen ihn wieder raten. Er kennt ja alles. Du musst eine Menge trinken, wenn das alleine geht. Sometimes you start feeling so lost and lonely. Then you find the solving. Schaue in offene, aber rätselnde Gesichter. Lösen wir das Rätsel auf? Ja, das ist ein herausragender Live-Musiker. Joe Jackson heißt der. Und Joe Jackson hat vor allem in den 80er Jahren, da ist auch dieser Song her, 84, Musik gemacht, der spielt immer noch. Und mich hat es so begeistert, weil diese Platte, die ist live aufgenommen worden, aber sie ist auch als Studioalbum live aufgenommen worden. Das heißt, der hat immer so gespielt, auch auf Studioalben, als ob es ein Live-Konzert war. Das fand ich einfach mal toll und ich habe ihn häufig live gesehen, überragender Mann. Joe Jackson, you can't get what you want.
So, you can't get what you want, jetzt sind wir wieder im KSC, das stimmt. Ach, was waren das noch schöne Zeiten, wo wir hier die Beckenbauers gesehen haben im Stadion. Jetzt, dann haben wir darüber gelacht und jetzt müssen wir gegen Meppen spielen. Das war aber nur das irgendwann mal nie mehr Meppen, nie mehr dritte Liga, zweite Liga. Wie kamen Sie zum KSC? Sie sind ja zwar Fußball begeistert und auch engagiert gewesen, aber eben nicht institutionell. Genau, also ich bin wie alle hier in der Gegend irgendwann mal mit meinem großen Bruder ins Stadion gegangen, da war ich 11. Also da habe ich dann den Fußball live erlebt und bin dann auch KSC-Fan gewesen und auch geblieben immer. Aber professioneller kam ich dann über die Immobilien eigentlich zum KSC. Das heißt, da als wir dieses Projekt am Marktplatz gebaut haben, hat mich ein Kollege aus der Branche angesprochen und gemeint, ich müsste den damaligen Präsidenten Ingo Wellenreuther mal kennenlernen, weil der sich halt, das wissen Sie ja alle, sehr stark dafür eingesetzt hat für den Stadionneubau. Und das war ja auch eine sehr, sehr schwierige Situation, der Verein mit der Politik hier. Und hat dann gesagt, ob wir ihm als Immobilienunternehmen unterstützen könnten oder uns das mal angucken könnten, ein Stadion neu zu bauen, entweder im Wildpark, aber auch gern woanders. Wir wissen ja, wie die Konstellation damals war und wir konnten uns das durchaus vorstellen, weil es ein sehr tolles Beispiel gibt in der Schweiz, in St. Gallen. Mhm. Das ist ein Stadion in Verbindung mit einem Einzelhandelsunternehmen. Da sitzt einer aus St. Gallen. Genau, und wir waren damals als Immobilienprofessionals eher Einzelhandel oder eben große Immobilienprojekte, die keine Stadien waren und haben gedacht, das könnten wir machen, dass wir hier ein Stadion bauen an der Autobahn in Verbindung mit dem großen Einzelhandel. Ob das dann Ikea wäre, das ist jetzt erwurscht, aber das war halt in St. Gallen der Fall. Ne? Und so bin ich da hingekommen, dass ich einen Ingo Wellenreuther mal kennengelernt habe. Warum habt ihr eigentlich noch keine Getränke? Ach so, ich dachte gerade, ihr sitzt jetzt 2 Stunden auf dem Trocken, das kann nicht wahr sein. Und so bin ich halt damals zum Club gekommen auf einer professionellen Ebene und wir haben damals mit meinem Unternehmen, auch also der Firma Newport, einen Vorschlag gemacht für ein Stadion an der Autobahn und so habe ich hier die Lokalpolitik ein bisschen besser kennengelernt. Aber Sie kennen die Auseinandersetzung wahrscheinlich auch noch. Ne? Damals hat man ja gesagt, Wildpark veraltet, die Universität möchte da möglicherweise reingehen, wir gehen an die Autobahn. War jemand für Sie, von Ihnen dafür? Wäre das lieber gewesen, Autobahn, oder sind Sie da... Ah nein, oh. Ja? Ja, unser Musikexperte winkt enttäuscht ab, entrüstet ab. So. Ich war damals durchaus dafür und wollte das protegieren an der Autobahn. Wir hatten auch schon einen Plan da. Ne? Genau. Jetzt hätte ich gerne den Gerhard Zeiler dann doch da gehabt. Dann bin ich damit zum Gerhard Zeiler gegangen und er hat mir dann über die Margret Mergen, die Finanzdezernentin war, das so hochgerechnet, das hat dann die ganze Infrastruktur rundum, Zuleitung, Parkplätze und dergleichen, die hätten über 100 Millionen gekostet und damit war das zielgerichtet kaputt gemacht worden. Aber der Karlsruher hängt am Wildpark, das haben wir jetzt ja gerade wieder gesehen. Insofern ist es wahrscheinlich doch richtig jetzt. Ne? Was für mich damals halt interessant war, das ist eine Seltenheit, war damals, heute ist es ja mittlerweile ein bisschen anders, dass der Profifußballverein der Stadt und die Rathausspitze so weit auseinander waren. Normalerweise ist es so in den großen Fußballstädten, dass sie eine Einheit bilden, eigentlich zwischen Profifußball. Obwohl es gleiche Parteien waren, nicht? Muss man auch nicht sagen. Genau, es waren auch gleiche Parteien, sind die Akteure, aber das war ja fast schon über Jahrzehnte so und das ist ja auch eine Sache, die jetzt zum Glück anders wird, weil das einfach nicht sein kann, dass man sich darüber streitet, über solche Dinge, sondern der Profifußball als halt einer der größten Werbeträger, auch meistens der Städte oder der Regionen, muss immer mit der Rathausspitze zusammenarbeiten. Gut, es gab aber Zeiten, richtig, hat er recht und ich glaube, das ist in der Tat besser geworden, aber eigentlich war das ja nur in der großen Konfrontation zwischen Ingo Wellenreuther und Heinz Fehnrich richtig hochgekommen. Genau, da ging es richtig rund, aber es war vorher auch nicht... Seiler ist ja immerhin derjenige gewesen, der noch als KSC-Präsident selber dann einige Millionen geholt hat und den damals eine der vielen Rettungsaktionen war ja von ihm. Ja. Und davor Roland Schmieder, lange Zeit, das war kein Gegen, nein, im Gegenteil muss ich sagen, damals hat die Stadt
sogar verdeckt sehr viel für den KSC gemacht. Und Hubert Raase war noch Präsident dann dazwischen und richtig. Da war es auch schon nicht mehr komplett harmonisch. Also ich kenne Hubert gut und dann war ein toller Präsident, aber da ging es dann so los, einfach, dass die großen Akteure, die Alpha-Tiere nicht miteinander konnten. Und das war nur meine Beobachtung, weshalb wir als Unternehmen dann auch gesagt haben, wir machen das nicht weiter. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Heinz Fenrich am Bochumer Städtetag und dann hatte ich da das Gefühl, der will eigentlich gar nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lassen wir das und haben wir was anderes gemacht. Und dann sind Sie aber schon Kontakt über Ingo Wellenreuther und das Stadion, sind Sie dann plötzlich derjenige gewesen, der sich in die Pflicht hat nehmen lassen und dann auch ein Amt im Verein. Genau, das war dann wieder der Ingo, der dann 2013 war, das mich mal gefragt hat, weil er halt schon wusste, dass das mein Fachgebiet ist, Immobilienprojektentwicklung und eben auch das Thema Stadion, ob ich halt in den Verwaltungsrat, also dieses Aufsichtsgremium des Präsidiums im e.V. gehen wollte. Und ich habe mich damals dann zur Wahl gestellt, fand das auch ziemlich mutig. Da hatten Sie mir auch ein paar ganz gute Tipps gegeben, aber ich kannte natürlich keine Sau und ich wäre es auch nie geworden, wenn nicht damals in der Schwarzwaldhalle war das, die Wahl der Gerhard Rastschitter. Wissen Sie noch, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, Sie haben gesagt, also ich habe Sie dann gefragt, so, weil Sie halt, ich kannte Sie als Vollblutpolitiker und dachte, kannst man Uli Altmüller fragen, wie man sowas angeht. Und Sie haben gesagt, da muss man sich halt vor eine volle Halle stellen und eine Blutschweiß- und Tränenrede halten. Und dann haben Sie vielleicht eine Chance. Und die hätte ich aber nicht gehabt, auch wenn ich... Heute nennt man das authentisch sein. Ja, da mit einer gewissen Leidenschaft vielleicht da drin. Ja, klar. Aber ich wäre mit Sicherheit nicht gewählt worden, wenn der Gerhard Rastschitter, der auch kandidiert hat, der war damals schon im Verwaltungsrat meines Wissens, nicht hätte absagen müssen, teilzunehmen aus familiären Gründen. Und ich bin mit 2 Stimmen Vorsprung dann vor ihm reingekommen. Und 100% wäre er mit seiner vor dem charismatischen Art und Weise wäre reingewählt worden, wenn er halt hätte sprechen können. Vor dem Abwesen. Auch das genau, ist ein altes Geheimnis. Man muss immer dabei sein. In der Politik war es ja auch so, dass man dann nachts noch um 1, 2, wenn dann die Letzten noch darum gesessen sind, da musste man dabei sein. Da sind die entscheidenden Weichen gestellt worden. Ich würde vor allem sagen, man braucht im Leben manchmal auch Glück. Und auch das. Ja, und das war einfach Glück. Ja. Und dann bin ich 13 in den Verwaltungsrat gewählt worden und dann 3 Jahre später und habe da im Prinzip das Stadionprojekt gemeinsam mit dem Präsidium entwickelt. Und dann wurde irgendwann Mentrop OB und dann ging das eben so los. Und dann bin ich 16 ins Präsidium gewählt worden, eben auch aus dem Grund, um dieses Stadionprojekt für den Verein als Fachmann umzusetzen. Und das Stadion läuft in den Kosten? Oder na gut, das wissen wir alle mittlerweile, dass es da schon Nachträge im Gemeinderat gab und das ist halt im Augenblick auch eine extrem schwierige Situation für die Stadt, weil einfach die Baukosten so explodieren und ich finde, wir können froh sein, dass wir eine Stadt haben, die so stabil ist, dass sie sich das leisten kann und wir als Verein sind ja nur Nutzer und Pächter, insofern weiß ich, wenn das die Finanzdezernentin gehört genau, hätte. Genau. Und, aber ich glaube, es ist sehr herausfordernd, gerade für die Stadt Karlsruhe, das im Griff zu behalten. Zumal noch andere Großprojekte da sind, genau, die noch problematischer sind. Exakt, genau. Aber die Zeiten waren auch nicht anders. Ich bin damals in den Gemeinderat gewählt worden, weil die Heinrich-Hübsch-Schule gebaut worden ist. Mhm. Kennen Sie auch noch? Das war 1976. Ein sehr schöner Bau übrigens. Heinz Mohl. Noch heute Heinz Mohl. Toller Architekt. Ein wunderbarer Bauer. Noch heute sieht er aus, als wenn er gestern gebaut worden wäre. Also er altert nicht. Aber innen eine Katastrophe. Weil die, ich sage es Ihnen gleich warum, der Bau ist etatisiert worden mit 25 Millionen Mark und ist dann gebaut worden mit 125 Millionen. Das war ein Riesending und ich habe dann natürlich als Jugendlicher gesagt, das ist ein Thema, da musst du mitmachen. Nordtangente und Heinrich-Hübsch-Schule waren die beiden. Und dann hat man den Fehler gemacht, den man in Karlsruhe öfter macht, und zwar bei der Großsporthalle dann auch nochmal explizit. Man hat gemerkt, die Kosten gehen aus dem Ruder, also muss man sparen. Hm. Und nun spart man aber an Dingen, da darf man nicht sparen, da am kann Finish, man nicht mehr. Am Finish, Finish und hier sogar an der Substanz. Die haben dann einfach die großen Werkstatthallen, die ja eine Höhe von 5 Meter brauchten, die haben sie dann einfach auf 4 Meter, also jedenfalls 1 Meter oder 1,50 runter, damit war die Baumasse geringer und die Kosten geringer, klar. Aber in solchen Werkstätten zu arbeiten, die natürlich nicht umsonst große Höhe haben mussten, das ist schon ein Drama gewesen. Aber so ist es halt heute. Und in der Großsporthalle hat man am Ende gespart, indem man die
Gaststätten eingespart hat. Die mussten dann nachgebaut werden, weil man gemerkt hat, das vergesse ich ohne. Und eine Bahn, und damit war man nicht mehr international, sondern nur noch eine regionale. Also wenn man schon so weit ist, dann muss man es machen, wie in Hamburg mit der Elbphilharmonie, man baut es gnadenlos durch. Punkt. Ist aber auch ein bisschen unsere Mentalität, glaube ich, in Karlsruhe. Ist ein bisschen Karlsruhe. Wir dürfen es ja sagen, wenn man von richtig, hier ist. Richtig, richtig. Also nicht, dass wir kleinkariert sind, das bestimmt nicht, aber wir haben als Badener dann schon irgendwann ein bestimmtes Hemmnis, dann zu sagen, jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir es richtig. Also, und das tut der Stadt mittlerweile gut, wenn man das anders sieht, weil Karlsruhe so viele Potenziale hat und so viele tolle Menschen und Unternehmen, die hier arbeiten, dass einfach der Wunsch auch da ist, bestimmte Dinge auf einem Standard zu haben, wie man sie woanders kennt, eben großen, draußen in der Welt. Ne? Diese Charakterisierung werde ich Sie nachher nochmal abfragen über den Karlsruher an sich. Aber der beste Repräsentant ist der Gerhard Zeiler, der ein bodenständiger, auch manchmal Kneilefeiz, also wirklich ein enger, aber auf der anderen Seite auch wieder als Mensch er steht über den Dingen und hat diese Stadt mit seiner Knickrigkeit, oft Großzügigkeit und einem weiten Blick sehr schön geführt, das muss man schon sagen. Man sagt ja, der Karlsruher denkt sehr lange nach, bevor er nichts macht. Ne? Das ist so das Bonmot, was ihm so ein bisschen anhaftet, hat sich aber geändert. Daraufhin steigen wir ein in das nächste Lied. Welches? Wir könnten eine eigene Veranstaltung darüber machen. Da hätte ich jetzt wieder meine. Ja. Da würde ich jetzt. Aber ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. So. Was haben wir jetzt? Wir haben ja noch den Joe Jackson, das wollen wir nicht. Wen haben wir jetzt hier? Also, wenn Sie jetzt sagen Live-Konzert, haben Sie recht. This is a song from the late 70s written by Mr. Elton John. This is Idle. Ooh, it was a light star tripping on a high wire. Bulldog stubborn, bone uneven. Classless creature, meant for all seasons. But don't bet them, they can't take him to the very bottom. Because they made him. Der Mann ist wirklich. Jetzt gibt es aber kein Freibier mehr. Sind wahrscheinlich im Auto da. That I wanna watch them. Cause the 50s shifted out of gear. Whoa. He was an idol then, now he's an idol here. But his face has changed, oh, it's not the same no more. And I have to say, that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on broken glass. Ja, wirklich, wir haben Idle heißt es und ist von George Michael. Ja, unfassbarer Künstler. Also der ist der erste U-Musiker, der in der Pariser Oper spielen durfte. Das war 2011, der hat so eine Tour gemacht, Symphonica hieß die. Und ich habe ihn in Berlin gesehen, in einer sehr großen Halle der Mercedes-Benz Arena. Das ist sowas wie die SAP Arena, also halt so ein Riesenschiff und relativ wenig Atmosphäre.
Und dann ging das Licht aus und der Mann hat angefangen zu singen. Und ich finde, dass der repräsentiert eben als Musiker viel, viel mehr noch als das, was er eben singt, sondern der hat es ja nicht nur gelebt, auch wenn er so mit Wham, so im Pop, also als Popstar groß geworden ist, der hat einfach eine Sehnsucht in seiner Stimme und ein Gefühl, natürlich ist der auch gesegnet mit diesem Talent, aber er hat es halt in einer Weise transportiert, dass dann 15.000 Leute ergriffen sind, was in der Sporthalle nicht so einfach ist, finde ich. Ja, das hat man eben auch gespürt, es war ein sehr eindrucksvolles Lied. So, dann waren Sie der Stadionbeauftragte und Vizepräsident. Genau. Und da gibt es ja noch einen anderen Vizepräsident. Genau. Und da sitzt er. Guten Tag, lieber Herr Pelarski. Grüß dich, Günther. Schön, dass du da bist. Ja, das war dann eine, dann wurde es eine turbulente Zeit. Ja. Die, der KSC war, ja, woran würden Sie das jetzt, Sie waren näher am Vulkan sozusagen, woran würden Sie es festmachen, dass das mit Ingo Wellenreuther dann gar nicht mehr geklappt hat? Naja, also das hat jetzt, finde ich, weniger mit einer Person zu tun. Ich finde, es liegt weder im Erfolg noch im Misserfolg immer nur an einer Person. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon diese Situation, wir haben 2015 am 1. Juni dieses Relegationsspiel gehabt. Und Sie haben zu Recht gesagt, na, schade, dass wir nicht Bundesliga gespielt haben, wären wir so erfolgreich mit so viel Geld gewesen. Aber es hat manchmal auch einen interessanten Aspekt, wenn man Misserfolg hat. Dann kommen nämlich Dinge zutage, die schon lange vielleicht nicht ganz stimmen. Und man kann, glaube ich, feststellen, unabhängig von den Personen, dass der KSC so von dieser Zeit, in der die ganze Haupttribüne immer noch denkt, 1993, 2.11. UEFA Cup, zu lange in dieser Vergangenheit gelebt hat. Und auch wenn der Günther gerade da KSC ist. KSC auf dem Weg zu 2000. Genau, der einfach, der auch ein Lebensalter hat und das beurteilen kann und ein sehr großer Erneuerer ist. Sie brauchen einfach Kräfte, die das dann irgendwann mal den Bock umstoßen und nicht mehr in der Vergangenheit leben. Und das ist so ein bisschen so der Nukleus. Und wenn man das, sagen wir mal, dazu zu sehr drin verhaftet ist, dann schafft man das auch nicht. Und dann gibt es halt diesen Punkt, wo der Erfolg dann wegbleibt, der sportlich. Und das kann manchmal sehr erfrischend sein. Und beim KSC war das so, auch wenn dann noch weitere Misserfolge erst kommen mussten. Aber dieses Stadionprojekt und dieser Umbruch mit so ein paar sportlichen Situationen hat letztendlich diesen Veränderungsprozess angeschoben. Und das muss man auch fairerweise sagen, den der Ingo Wellenreuther ja begonnen hat. Und was sind Sie jetzt als Präsident? Sind Sie der Oberfinanzer? Sind Sie der Repräsentant, der nur die Hände drüber hält? Sind Sie der sportlich tonangebende, mitengagierte? Wie definieren Sie Ihre Tätigkeit? Man muss ja sagen, Ingo Wellenreuther, Roland Schmieder, wie Sie, die standen am Spielfeldrand und haben jede Minute mitgefiebert. Sie sind so nie in die Öffentlichkeit getreten. Genau, wir haben uns ja eine ganz andere Rahmenbedingung auch gegeben. Ne? Ich habe mit Roland Schmieder auch schon drüber gesprochen, das war ja, den kannte die ganze Stadt. Bei mir ist es zum Glück nicht der Fall. Einfach weil sich aber die Rahmenbedingungen, ja, weil ich das gut finde, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Wir haben den Verein professionalisiert, indem wir zwei Geschäftsführer haben, die täglich da sitzen. Wir haben ja damals im Ehrenamt noch einen Profiklub mit 25 Millionen Umsatz geführt, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Und waren uns aber einig darüber, dass diese Professionalisierung, das heißt Menschen, die das im Hauptamt machen, mit dem Oliver Kreuzer jetzt und dem Michael Becker, und die machen das. Einer Sport, der andere eher die Finanzen und das Präsidium oder jetzt der Beirat, der ja das, die Mitglieder, den Eigentümer vertritt. Wir sind letztendlich das Gremium, das letztendlich ein Sparringspartner ist. Ne? Und der Präsident, der den Club vertritt offiziell, der ist halt für alle da. Wir machen das nach wie vor im Ehrenamt und man muss sich auch für alle zuständig fühlen, ob das die Amateurfußballer sind oder ob das der Cheftrainer ist. Man muss das alles im Blick haben und das ist eine tolle Rolle. Also mein Selbstverständnis ist, dass ich für den gesamten Club zuständig bin und für die Mission des gesamten Clubs. Nach innen. Und ja, auch nach Sie außen. Haben, Sie, ja, na, aber nach außen, das ist ja meine Aussage, nach außen sind Sie ja nicht derjenige, der jetzt täglich in der Zeitung steht. Nein, oder? Der Oliver Kreuzer gibt Interviews, was den Sport angeht, der Michael Becker, was die Finanzen und das Geschäftliche angeht. Ne? Und wenn es nötig ist, dass jemand von uns aus dem Präsidium oder der Präsident dazukommt, dann machen wir das, aber wir treten nicht in Erscheinung operativ. Weil wir das wollen Sie auch nicht. Nein. Sie wollen kein Watzke sein, nein. Rummenigge oder wie Sie heißen. Nein, davon halte ich überhaupt nichts, weil ich glaube, dass man die Verantwortung da lassen muss, wo die Kompetenz ist. Und Kompetenz sind unsere Leute und nicht wir.
Wiederum Szenenbeifall, ja. Aber da bleibt doch nichts für Sie. Na doch, natürlich. Das ist doch das Tolle daran, dass Sie Leute haben und Sie haben sie ja auch eingestellt oder mit ihnen zusammengearbeitet und sie setzen sich mit ihnen auseinander, die das eventuell sogar besser machen als Sie. Also ich finde, das ist eine tolle Herausforderung. Wenn es mal nicht extrem nicht läuft und ein Verein trennt sich dann immer von seinen Repräsentanten, wo würden Sie eingreifen? Wenn der Trainer entlassen werden muss, machen Sie nicht, sondern das macht dann, da ist zuständig Kreuzer. Ja, also er darf es dann letztendlich auch nicht alleine machen, ja, weil das eben unsere Satzung so ist, dass das über den Beirat dann entschieden werden muss. Aber er entscheidet es und er trägt es dann vor und wir diskutieren solche Themen, also Personalien natürlich, ne? Aber auch da gilt einfach, wenn Sie Ihren Geschäftsführer, der zuständig ist, überstimmen, dann sollten Sie es selber machen. Sollten Sie sich, oder Sie halten sich halt raus oder Sie diskutieren mit ein bisschen mehr kognitiver Distanz die Sachen. Also das wissen wir alle, wenn man mitten im Gefecht ist, dann betrachtet man das anders. Und wenn der Günther und ich eben mit Oliver Kreuzer oder wenn wir im Beirat das diskutieren, ist das ein Riesenunterschied, weil wir halt ein bisschen mehr Abstand haben. Und das ist ja auch gewollt. Und gleiches würde dann auch gelten, wenn es mal finanziell den Bach runtergeht oder die Unzufriedenheit mit dem wirtschaftlichen Bereich läuft, würden Sie den Geschäftsführer nicht selbst entlassen, sondern das ginge dann über den Beirat? Nein, nein, genau, natürlich, selbstverständlich. Wir müssen uns da schon einig sein und das hat, finde ich, eine sehr hohe Qualität, weil ja gerade im Fußball die Dinge manchmal viel zu schnell laufen, meines Erachtens. Und natürlich, wenn was nicht funktioniert, muss man was ändern. Aber ich bin persönlich der Ansicht, dass bestimmte Konstellationen von Menschen und bestimmte Ideen, die man umsetzt, auch eine gewisse Entwicklungszeit brauchen. Und gerade im Fußball sind sehr, sehr gute Beispiele von Clubs. Wenn wir nach Süden gucken, der SC Freiburg, die machen seit über 25 Jahren mehr oder weniger von der Kultur des Unternehmens Fußball das Gleiche. Sie sind sehr familiär, sie sind sehr konstant und sie haben überragend viel Erfolg. Ganz Deutschland guckt nach Freiburg, ganz Deutschland guckt auch teilweise nach Mainz. Hoffenheim ist ein ganz anderes Thema. Aber das, was Baden mal im KSC gesehen hat, sieht sie ja nicht mehr. Es ist ja jetzt immer Nummer 3. Ja, also sportlich schon, wobei ich da nicht so pessimistisch bin, weil wir immer noch ein sehr großes Einzugsgebiet haben. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn wir das machen, was unserer Identität entspricht, das ist ja nicht die von Hoffenheim oder von SC Freiburg, dann werden wir auch wieder zunehmend Erfolg haben, weil wir einfach viel bessere Rahmenbedingungen haben, zum Beispiel als in Freiburg. Wie würden Sie die Identität definieren oder die Chancen, um nicht wie Freiburg, sondern den Erfolg haben, wie es Freiburg vormacht? Ja, also wir haben zunächst mal rein faktisch viel bessere Rahmenbedingungen, weil halt einfach Karlsruhe wirtschaftlich nochmal stärker ist, auch wenn es Freiburg natürlich auch eine Wohlstandsregion ist, aber wir haben ein viel größeres Einzugsgebiet, wir haben fast keinen Wettbewerb. Also klar ist Hoffenheim um die Ecke, aber Kaiserslautern irgendwie 85 Kilometer, Stuttgart 80 Kilometer, das ist im Fußball Deutschland wenig Wettbewerb. Mainz, Frankfurt, Darmstadt, Frankfurt, da geht es viel enger zu. Und was die Identität unserer Region angeht, ist es ja so, wir haben ungefähr, wenn ein Stadion bei uns besucht ist, 2/3 der Menschen kommen nicht aus der Stadt. Nur 1/3 kommen wirklich aus dem Stadtgebiet. Das ist extrem wenig. Da kann man sich einerseits darüber beklagen, dass wir bestimmte Zielgruppen noch erreichen müssen. Auf der anderen Seite ist es eine Riesenqualität, dass Menschen 50 Kilometer fahren, um zum KSC zu kommen. Das heißt, wir sind wirklich der Club der Region und wir sind die Heimat der Region als Fußballverein. Diese Situation hatten wir schon eigentlich immer. Und es war immer bedauerlich, dass die Karlsruher selbst eigentlich relativ wenig hingehen. Ja. Wenn man sagt, 300.000 Karlsruher und vielleicht 5.000 gehen dann, wenn 15.000 drin sind. Genau. Warum ist das so? Das liegt, glaube ich, daran, dass der Club die Zielgruppen, die es in Karlsruhe gibt, das sind sehr viele junge Menschen. Wir haben mittlerweile 42.000 Studierende als eine große Zielgruppe. Wir haben viele Familien, weil Karlsruhe eine junge Stadt ist, nicht angesprochen hat. Wenn Sie einen anderen Club nehmen, Berlin, FC Union, den ich recht gut kenne, weil ich halt auch in Berlin lebe, wahnsinnig viele junge Menschen und es ist einfach nicht attraktiv als junger Mensch. Da findet man sich nicht wieder. Das ändert sich gerade, weil wir ganz viele junge Menschen haben, die in unserem Mediabereich arbeiten und die auch entsprechende Botschaften rausgeben und Dinge tun, die junge Menschen für den KSC begeistern. Wie sprechen Sie die an? Naja, also einfach schon über soziale Medienkanäle, aber ich hatte gerade heute mit Michael Becker eine Diskussion über veganes Angebot in unseren Kiosken, da fällt einem irgendwie erstmal das Gesicht runter als Fußballfan. Aber also nicht mir persönlich, ich finde es sehr wichtig, dass man sich gesund ernährt. Aber das ist auch ein Aspekt, dass sie einfach ein Angebot schaffen, ja, dass es nicht nur Bratwurst gibt von irgendwoher, sondern vielleicht auch Dinge, die junge Menschen, die selber Sport machen, einfach ansprechen.
oder junge Frauen ansprechen, zum Beispiel junge Familien ansprechen. Und da müssen sie sich anders ausrichten. Und das tun wir. Das machen sie, ich wollte gerade sagen, den Plan zu haben, ist das eine. Nein, das machen das wir. Machen ist das andere. Na klar. Schon Erfolg? Ich würde schon sagen, ja, definitiv. Also wir haben über diese sozialen Kanäle, die Sie und ich überhaupt nicht kennen, teilweise Zehntausende von Followern, wie man ja so sagt. Also das heißt Menschen, die das konsumieren, die sich das auch angucken. Ja, und die dann irgendwann eben auch mit der ganzen Aura dieses Clubs in Kontakt kommen, die sich dann für unsere Produkte, Dienstleistungen, also für einfach den Sport, aber auch für Merchandising interessieren. Wir merken das. Merken Sie beim Umsatz absolut, mit absolut. Merchandising-Artikeln? Genau, überall. Bis hin dazu, dass wir halt in der Corona-Situation immer noch mehr Zuschauer haben, auch wenn wir die Beschränkungen haben, als viele andere Clubs. Also es gibt eben das Beispiel Hoffenheim, die bei einem Bundesligaspiel, wo 15.000 Leute rein dürfen, nur noch 7.000 Zuschauer haben. Das kann man jetzt nicht dem Club vorwerfen, aber das ist einfach nur mal ein Beleg dafür, dass denen dass er nicht einfach, verwurzelt ist. Genau, dass denen einfach diese Geschichte, diese Verwurzelung fehlt, die wir haben. Und die müssen wir einfach aktivieren. Wir müssen aber auch gucken, was sind diese Menschen, wer ist das? Wie viel von den Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, glauben Sie, haben Sie schon? Oder wo ist, wie viel Perspektive sehen Sie noch? Wie viel Substanz, die noch zu gewinnen ist? Also die Substanz ist immer noch sehr groß. Wir werden ja in Zukunft ein Stadion haben mit 34.000 Plätzen und 2.500 Hospitality, also VIP-Plätzen. Das ist wesentlich mehr, als wir jetzt haben. Und es muss unser Ziel sein, dass dieses Stadion permanent ausverkauft ist. Und wir merken das gerade im Kulturwandel, dass wir Leute haben, ich hatte gerade vorhin jemanden aus dem Publikum, der mich zu Recht angesprochen hat, dass er keine Karte kriegt. Und ich sage immer, das ist jetzt unsere Lieblingsbeschwerde, weil sich das ändern muss. Früher war es so, da konntest du halt rausgehen zum KSC und konntest eine Karte kaufen. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren. Die Dauerkarte muss im Prinzip vererbt werden. Wie Bayern München. Ja, genau. 80 Spiele hintereinander ausverkauft. Ja, natürlich. Das muss so sein. Und da müssen Sie halt die breite Gesellschaft ansprechen. Das sind nicht nur die, die schon immer kommen, das sind bei uns so 10.000 Leute, sondern das müssen eben noch mehr sein, eben gerade junge Familien, die ihre Kinder zum Kicken schicken da. Und das ist noch eine ziemlich große Aufgabe. Ist es ein Spagat zwischen den neuen Gruppen, die Sie gewinnen wollen, und den alten, die Sie halten müssen? Überhaupt nicht. Ja. Also natürlich gibt es immer wieder mal Zoff, ich nehme mal das Beispiel Rauchverbot, ne? Das haben ja manche wahrgenommen, ja. Also dass es halt ein Rauchverbot gibt, ich nenne es eher Nichtraucherschutz, also ich rauche auch mal eine Zigarette, also ich bin jetzt nicht kein Gegner, aber das bedeutet ja letztendlich, dass sie einer breiten Gruppe von Leuten in der Gesellschaft die Möglichkeit geben, einfach ganz normal ins Stadion zu gehen, unter Rahmenbedingungen, die sie sich wünschen. Und es sind viele Leute eben ausgeschlossen, weil sie mit ihren Jungs nicht hingehen, weil sie halt keinen Zigarettenrauch haben wollen. Da gab es riesen Aufreger, teilweise. Aber der Zuspruch ist wesentlich größer. Und das ist genau das, was ich meine, dass man dann Zuspruch bekommt von Menschen, die sich bis jetzt nicht mit dem Verein auseinandergesetzt haben. Wie ist denn das Verhalten der Menschen? Da sind wir jetzt in einem Boot, wir als Kulturtreibende und Sie im Sport, die früher da waren, volles Haus, und jetzt zögerlich kommen. Im Vorgespräch haben Sie angedeutet, es wird schwer werden. Wie kriegen wir die wieder von zu Hause zurück? Mhm. Glauben Sie, der Trend, oder gibt es einen Trend, dass Menschen jetzt erkannt haben, auch eigentlich ist es zu Hause auch ganz schön. Was soll ich in dem zugigen Fußballstadion oder ist es dunkel und kalt und dann nach Hause gehen oder dergleichen mehr? Das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die Menschen kommen nicht von alleine, also Loyalität ist ja da die Frage, dass die festgestellt haben, jetzt in anderthalb Jahren, es geht ja auch ohne ein Live-Fußballspiel, mache ich andere Dinge. Und die bleiben dann bei anderen Dingen, wo sie ihr Geld ausgeben oder wo sie ihre Freizeit verbringen. Ja. Und in der Tat muss man die wiedergewinnen. Ich glaube, uns fällt es leichter, weil wir das Glück haben, dass wir genau in diese Situation jetzt mit unserem neuen Stadionprojekt reinkommen. Mhm. Das hat natürlich eine irrsinnige Attraktivität. Man hat es ja gesehen, wir hatten im November ein Spiel gegen HSV. Klar war das ein attraktiver Gegner, aber da waren gleich 20.000 da. Wir hätten auch 30.000 verkaufen können. Mhm. Und das macht natürlich jetzt gerade das Momentum, aber das ist wiederum ein Glücksfall. Und wenn wir das gut nutzen, dann kriegen wir diese Leute, die dann auch loyal bleiben. Das klingt gut und ist spezifisch Karlsruhe, Karlsruher Vorteil, aber die Konkurrenz, die man hat jetzt bei den Menschen, die sich jetzt 2 Jahre lang neu geordnet haben, die Konkurrenz durch die digitalen Medien, Streaming-Angebote bei uns, wir nutzen sie aktiv. Heute, hallo, sind Sie noch da eigentlich? Ah ja, tatsächlich, schön. Und wie machen Sie das? In England, haben wir von England gesprochen, die haben ja unglaubliche Preise
für die Übertragung von einem einzigen Fußballspiel. Ja, also genau. Wie ein Eintritt. Ja. Das ist auch so. Der größte Wettbewerb zum Stadionerlebnis ist der große Bildschirm zu Hause. Mhm. Und das ist so. Und da haben sie eine Wiederholung, da haben sie ein VAR gleich, da haben sie ganz, ganz viele Dinge. Und das Stadionerlebnis interessant zu machen, das ist in der Tat eine Aufgabe im Profifußball. Und da geht es auch immer ein bisschen darum, wie ich das aussteuere. Also das ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Also Sie können zum Beispiel in Dortmund können Sie nicht irgendeinen Firlefanz abziehen, der in anderen Städten vielleicht funktioniert. In Dortmund darf man nicht mal ein Bier trinken oder während des Spiels. Ne? Oder kann man nicht mal ein Bier kaufen. Und das wird bei uns in Karlsruhe auch sein, dass wir uns darauf ausrichten müssen, was unser Publikum von einem Live-Spiel erwartet. Was hören wir denn jetzt? Ich sag mal so, das errät keiner. Also es ist ein Gitarrist. Aldi Meola, der ist eigentlich bekannt vom Namen, aber man wird es jetzt nicht erkennen, weil es halt eine reine akustische Platte ist, die er aufgenommen hat. Und ich fand das so toll, was der mit einem Instrument macht, also weil es halt einen sehr, sehr großen Klang hat, weil ich ja selber Gitarre spiele. Also ich kann das nicht spielen, aber es hat mich halt einfach vom Klang begeistert, weil manchmal begeistern ja einfach nur reine Instrumente, Piano oder Gitarre. Und bei mir ist es halt die Gitarre. Mhm. Das war mal, die haben mal mit zwei anderen Gitarristen, Paco de Lucia hieß der, hat der mal so eine Dreier-Tournee gemacht. Das war jetzt eher, also da haben die immer so ganz schnell Wildgitarre gespielt und da waren die mal in der Schwarzwaldhalle. John McLaughlin und Paco de Lucia. Genau. Wo ist zu Hause? Hoffentlich haben sie was Gutes, einen guten Tröpfchen dabei. Auch Prost hier drin, natürlich, alles klar. Aldi Meola, sagen Sie mal, wir reden über Menschen, die einen Bezug zum Fußball haben müssen, bevor sie reinkommen ins Stadion oder bevor sie sich das Spiel ansehen am Fernseher. Mir geht es so, dass ich den emotionalen Bezug zumindest aufgeweicht habe, dadurch, dass ich mich nicht mehr identifizieren kann mit den Mannschaften. Früher ist man vom KSC gegangen, hat den Ehemann, den Rudi Wimmer und wie sie geheißen haben, angeguckt, hat gesagt, da weißt du, wenn er Mist spielt, aber es ist trotzdem bleibt es unser Wimmer. Ne? Und heute kann ich die Namen nicht mal lernen, bevor sie schon wieder weg sind. Das sind ja Fußball-Söldner. Für die Leute ist es ja nicht zu verurteilen. Aber wenn Sie jetzt gerade vorgestern gelesen haben, dass Max Kruse, mit dem man jetzt kurz identifiziert hat mit Union Berlin und der auch großen Erfolg dort hatte, dann ehrlich sagt, aber ich kriege mehr Geld in Wolfsburg, also gehe ich. Was macht das mit dem Bezug zum Volkssport Fußball? Oder ist das aufhaltbar oder muss man es halt nehmen? Mhm. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, weil einfach die Menschen, die Fußball konsumieren, halt sehr unterschiedlich sind. Es gibt in der Tat viele, gerade junge Leute, die halt nur die Superstars interessiert und gar nicht mal der Club in der Stadt, in der sie leben. Also, das ist ja auch in Ordnung auf eine gewisse Weise. Der Punkt, den Sie ansprechen, das merken wir aber auch, dass das, was man immer so mit der DNA eines Clubs beschreibt, die ist meines Erachtens relevant. Und wir haben ja gerade bei uns beim KSC die Situation, dass 8 Spieler unseres Kaders von 28, die kommen aus der Region. Das ist schon sehr viel. Mhm. Also Marvin Wanicek kommt aus Bruchsal, Jerome Gondorf kommt aus Durlach. Ne? Und also wir haben ganz viele. Aber natürlich kann man jetzt nicht nach dem Regionalprinzip vorgehen, weil man muss natürlich Leistungen bringen. Dennoch macht es einen Unterschied für die Jungs selber, wenn sie im Stadion auflaufen. Also Marvin hat seiner Oma versprochen, dass er mal beim KSC kickt. Natürlich lässt er sein Herz auf dem Platz.
Und dazu kommt noch, und das ist jetzt wiederum unternehmerisch interessant, dass sie auf junge Leute setzen sollten oder können. Das macht ja nicht jeder Club. Unsere hat es mal in der Zeit sehr erfolgreich gemacht, dann ist so der Faden gerissen, weil einfach irgendwann halt die Jungs weggegangen sind und das tun wir seit einigen Jahren wieder. Und wir haben jetzt 5 Jungs aus unserer eigenen Akademie, die im Profibereich spielen. Ne? Und das ist auch sehr wichtig. Und dann schließt sich der Kreis zum Unternehmerischen, weil sie natürlich keinen Spieler besser kennen und einschätzen können, den sie selber rausgebracht haben. Und es auch materiell extrem interessant ist, wenn sich ein Spieler bei uns so entwickelt, dass er uns irgendwann mal Geld bringt oder quasi nie einen Transfer gekostet hat. Wir waren ja mal der Zulieferclub für Bayern München mit unseren Talenten, die wir gehabt Genau. haben da unglaublich viel Geld für kassiert, das wahnsinnig schnell wieder verbraten. Genau. Jetzt sind wir in einer anderen Klasse, das war sozusagen eine Unterklasse als Ausbildungsclub, nee, war man natürlich nicht, es waren schon fertige Spieler, aber da hat man ja eine Identität und ist nah am Geld. Jetzt sind wir in der zweiten Liga. Wie viele Klassen gibt es eigentlich? Hat man als Club eine Chance, diese Klassengesellschaft zu überspringen? Oder ist man jetzt, je mehr das kommerzialisiert wird, eher dazu verurteilt, die kleinen Brötchen weiterzupacken? Also Sie meinen, ob sich dann so solche Dinge verfestigen, die auch, Ja, na, oben Bayern natürlich und dann so 5, 6, 7 andere und dann. ja, das sind sicher Extrembeispiele. Also Bayern München hat natürlich einen Sonderstatus und der ist Klar. wirtschaftlich begründet. Aber man muss auch einfach sagen, dass sie halt herausragend gearbeitet haben über Jahrzehnte, egal was man von dem Club sonst hält. Aber in, sagen wir mal, in dem mittleren Bereich, wenn man jetzt nicht an die Grenzen nach oben und nach unten geht, ist die Durchlässigkeit extrem gut. Also die Clubs, die sich entwickelt haben in den letzten 10, 12 Jahren, also zum Beispiel Mainz oder Augsburg, die haben ja ganz unterklassig gespielt vor einer langen Zeit, die haben halt einfach eine Strategie konsequent über eine lange Zeit verfolgt. Und das können wir genauso. Wir haben auch Rahmenbedingungen, die sind besser als Heidenheim, aber unser Umsatz ist noch lange nicht so gut wie Heidenheim. Und das liegt einfach daran, dass wir besser arbeiten müssen. Das ist ein rein hausgemachtes Was, Problem. unser Umsatz ist noch nicht so gut wie Der Heidenheim? Umsatz vom KSC, obwohl wir in der Ja? gleichen Liga spielen, Ja? ist deutlich geringer. Also wir haben 24 Millionen, Heidenheim hat 34. Die Stadt ist Ich hätte kleiner. Heidenheim jetzt als Dorfclub bezeichnet. Ja, Also. genau. Das ist das Interessante. Das ist ja die Antwort auf Ihre Frage. Aha. Das ist nicht so. Der Standort ist kleiner als Karlsruhe. Die haben nur viele Jahre einige Dinge besser gemacht. Zum Beispiel, dass sie nie aus der zweiten Bundesliga abgestiegen sind in den letzten 5 Jahren. Und dann kriegen sie einfach mehr TV-Gelder. Sie müssen einfach am Ball bleiben. Und das müssen wir auch. Das ist ganz einfach. Wie abhängig sind Sie im Etat von Zuschauern, Sponsoren, Fernsehgeld? Man kann sagen, das ist grob gesagt ein Drittel jeweils. Ein Drittel Ja? TV, ein Drittel Ticketing, ne? Also das heißt der normale Zuschauer und ein Drittel Sponsoring. Und wie steht der KSC momentan wirtschaftlich da? Zunehmend gut. Das bedeutet für unsere Verhältnisse, wir kommen aus Wunderbar. schwierigen Rahmenbedingungen, wir haben noch Schulden, für die wir Zinsen bezahlen müssen, ne? Das Gute ist daran, dass wir eine Verabredung getroffen haben im Club, dass wir nur noch das Geld ausgeben, was wir tatsächlich haben. Das klingt ziemlich simpel, aber beim Fußball sind die Emotionen nun mal präsent. Und da geht es einem dann auch manchmal, ne, Das war der durch. Untergang da mit Fuchs damals, mit dem Genau, und vielen Geld, da, das wir gehabt haben. genau, und da einen kühlen Kopf zu haben und vor allem zu investieren. Also das heißt nicht in den Sport unbedingt, sondern in Strukturen zu investieren. Das bedeutet in Geschäftsmodelle, die wiederum Erträge generieren oder in die Akademie, wo neue und junge Spieler rauskommen. Das ist eine Frage der Disziplin. Und das können wir. Wir haben ein riesen Reservoir an Spielern, die zu uns kommen. Im Durchschnitt kommen Akademiespieler 50, 60 Kilometer her, um beim KSC spielen zu können. Das ist ein riesen Einzugsgebiet. Sind die alten Verbindlichkeiten jetzt weg? Ja, zum großen Teil, aber wir haben immer noch einen ganz guten Tachostand und da müssen wir halt gegen arbeiten. Das kriegt man ja, wenn man geschickt ist, ja auch in Geschäftsberichten, auf Jahreshauptversammlungen noch ein bisschen bemäntelt, oder? Ja, da gibt es ja nichts zu bemänteln, das ist ja alles öffentlich, ne? Aber wir wissen ja auch oder wir sagen ja auch, dass wir das loswerden wollen, ne? Es ist aber halt nur einfach, wie es ist. Was ist das sportliche Ziel des KSC? Ja, das weiß ich nicht. Darf ich so deuten? Ja, Herr Vizepräsident. Erste Liga natürlich. Ja, aber wenn ich ihn richtig deute, dann ist ja übergeordnet die Aussage, es wird nur ausgegeben, was da ist. Und das begrenzt ja auch schon die Vermutung, dass es jetzt.
Also für mich gibt es da drei, vier Jahre Aufstieg, meinte gerade der Vizepräsident. Also für mich gibt es da eine ganz einfache Formel, die da nicht im Widerspruch steht. Wenn wir so gut werden, sportlich, wie die Rahmenbedingungen unserer Region Karlsruhe, dann schaffen wir die Rahmenbedingungen für Bundesliga-Fußball, weil wir sind eine der stärksten 10 Regionen in Deutschland und dann sollten wir auch eine der stärksten 10 Fußballmannschaften werden. Das klingt doch gut. Das klingt doch. Das haben wir, ja, das haben wir schon mal gehabt, gell? Oh Mann, ich erinnere mich so sehr an die Zeiten 1996, als der KSC ja mal, Sie wissen doch, Valencia, Zauberwort für Karlsruhe. Der Unterschied ist nur, weil ich das damals ja auch als Fan mitbekommen habe, und das ist jetzt gar keine Kritik an irgendwelchen Vorgängern, aber man kann ja Ziele haben, aber der Unterschied ist, wenn Sie ein Ziel haben ohne Plan, dann bleibt das ein Wunsch. Aber ein Ziel mit einem Plan ist ein realistisches Ziel. Und wir behaupten mal, dass wir einen Plan machen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir treffen uns in 4 Jahren wieder. Gerne. Hören aber noch in einen Musiktitel rein. Welchen von denen wollen wir spielen? Gerne den letzten. Einer geht noch, genau. Gerne den letzten. Bitte? Den letzten. Den letzten. Ja, gleich. Das ist nicht der letzte, aber Tony Bennett würde ich spielen. Okay, das war jetzt. Achso, ich habe die Umkehrt aufgenommen. Okay. Das haben sie doch schon verraten. Jetzt weiß es schon. Aber den Songtitel kann er noch raten. Ja. Then was then, and now is now. Ein schöner Lounge-Titel. Don't look back. You can't look back somehow. Sweet was sweet, but not so bitter now. Then was then, and now is now. And I will too. Let's forget unhappy times we knew. We'll come out all shiny, bright and new. Then was then, and now is now. Now we can win. Good one. No matter what might have been. Now. Können Sie auch singen? Würde ich nicht von mir behaupten, aber ich habe mal 2 Jahre Gesangsunterricht genommen. Ah. Als große Herausforderung an einen selbst. Das okay. War toll. Wenn Sie in 4 Jahren nicht aufgestiegen sind, müssen Sie hier singen. Ja. Mache ich dann. Sie müssen es ja ertragen. Und Gitarre spielen, genau. Genau. So, ist der Wunsch an uns herangegangen, eine Fragerunde? Bitte sehr. Also was im Stadion geboten, ich muss übersetzen, weil wir übertragen, was im Stadion geboten wird, was andere nicht bieten. Als Negativbeispiel nennt der Kollege gerade das Grünwalder Stadion in München. Die Allianz Arena schon. Oh.
Aha. Also, ja, vielen Dank. Ja, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, weil halt neue Stadien, wie Sie sagen, mehr oder weniger gleich aussehen. Aber es ist halt so, dass sie einem Standard genügen, um es mal so auszudrücken. Wir haben das Glück, dass wir eben im Wildpark spielen, also an unserer Heimspielstätte. Und wir haben dann noch das zusätzliche Glück, dass wir einen Architekten haben oder die Stadt einen Architekten hat, der das sehr gut aufgenommen hat. Also ich finde die Gestaltung dieses Stadions mit diesen Y-Stützen, die ja dann aus den Bäumen abgeleitet sind, die drumherum sind, ist, finde ich, eine tolle architektonische Idee, die man jetzt drinnen weniger erlebt. Und, aber für mich war der Wildpark immer damit verbunden, dass es in einem natürlichen Umfeld ist. Und ich finde, diese Identität, die macht unser Stadion besonders attraktiv. Ja, also da wird es wenig Differenzierung. Vegane Kost haben wir doch eben genau gehört. Aber da wird es wenig Differenzierung geben. Aber ich glaube, das Besondere ist immer, wenn man in einem Stadion ist, wo man zu Hause ist, das halt wirklich, wie wir in unserem Claim auch drin haben, ist halt meine Heimat. Und wir versuchen das wirklich zu entwickeln, dass sich bei uns jeder zu Hause fühlt. Also jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Menschen mit Behinderung, Menschen, die Inklusion haben oder solche Dinge, da haben wir extrem viele Menschen bei uns im Club, die sich schon im Stadionerlebnis darauf hinarbeiten, dass das für alle, die da sind, das hängt jetzt auch mit diesem Rauchverbot zusammen, dass alle Menschen sich dort zu Hause fühlen können und alle so sein können, wie sie wollen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man ein besonderes Erlebnis, was vielleicht andere nicht haben. Wir haben auf jeden Fall einen Familienblock, aber viel wichtiger ist eigentlich, dass bei uns eine Familie mit ihren Kindern überall sein sollte, ja, vielleicht nicht gerade auf der Stehplatztribüne, auch gerne, aber das ist halt ein bisschen speziell. Aber ansonsten gibt es eben nicht mehr so, ja, du kannst nur da sein, ansonsten gibt es ein Bier ins Gesicht. Also wir wollen, dass sich jeder überall wohlfühlen kann. Weitere Fragen aus dem Publikum? Dann würde ich jetzt zur traditionellen Schlussrunde kommen. Ich habe es noch nie so gerne gemacht wie bei Ihnen jetzt hier. Ich frage am Schluss immer, mit der Stadt Karlsruhe verbinde ich, und Sie antworten. Mhm. Und zwar 1 ist wenig, 10 ist sehr viel. Mhm. Ja? Immer nur eine Zahl nennen. Also, mit der Stadt Karlsruhe verbinde ich Weltstadt. 2. Provinzstadt. 4. Freiheit. 5. Du kommst das nächste Mal hierher. 5. Stillstand. 4. Dynamik. 8. Der Karlsruher als Karlsruher ist temperamentvoll. Auch wieder nur Ziffern, ja? Ja. 5. Betulich. 4. Intellektuell. 7. Kleinbürgerlich. 5. Selbstbewusst. 6. Oh, das ist erstaunlich. Revolutionär. 3. Konservativ. 5. Solide. 9. Da hat das. Tolerant. 8. Stolz. 6. Interessant, nicht? In den meisten Fragen hat er sich in der Mitte rumgemogelt, so 4, 5, 6. Und das, mag sein, dass es auch ein bisschen die Ausgewogenheit des Karlsruhers kennzeichnet. Aber solide und tolerant liegen an der Spitze und die Dynamik der Stadt. Ja. Das finde ich gut und das deutet darauf hin, dass mein Gast einen optimistischen Blick auf Karlsruhe hat. Und dass er die Karlsruher eigentlich auch gut beobachtet, das muss man ja sagen. Also, wir hatten heute jemanden bei uns, der Karlsruhe kennt, weil er Karlsruhe ist, aber der über Karlsruhe hinausguckt, weil er auch schon außerhalb Karlsruhes den Blick gerichtet hat und von dort aus einigermaßen neutral, sympathisierend neutral Karlsruhe wieder geprägt hat. Er wird es weiter prägen. Jetzt an einer Stelle, die ihn nicht an die Öffentlichkeit drängt als Person, die eigentlich ein Amt beinhaltet, das
uns schon andere extrovertierte Persönlichkeiten geschenkt hat. Ich danke ihm dafür, dass er uns gezeigt hat, wie man zurückhaltend, durchaus intellektuell und mit einem gelassenen Blick ein verantwortliches Amt führen kann. Das tut gut. Vielen Dank, Holger Sigmund Schulze. Ich danke für die Einladung.